Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 156 Kammer ohne Schrecken. Eine der Zutaten, die in der Blutprobe von Pansy Parkinson gefunden worden war und von dem von Bellatrix Lestrange modifizierten Trank namens Schlafes Bruder herrühren musste, stammte laut der Untersuchung des Mungos von einem Basilisken. Es war äußerst selten, Material dieser Riesenschlange in die Finger zu bekommen, was natürlich damit zusammenhing, dass man sich dieser magischen Kreatur nicht nähern konnte, ohne das Risiko einzugehen, versteinert, vergiftet oder einfach verschlungen zu werden. Zudem wusste man kaum etwas über die Existenz dieser Schlangen, die einem Hühnerei entsprangen, wenn eine Kröte es ausgebrütet hatte. Alle anderen in der Blutprobe gefundenen Restbestände von Trankzutaten zählten nicht zu den ungewöhnlichen, jedoch zu den schwarzmagischen. Severus kannte sie alle. Professor Snape? Blaise wartete, bis er angesehen wurde. Dürfte ich Sie wohl einen Moment unter vier Augen sprechen? Beleidigt darüber, dass sie ausgeschlossen wurde, war Hermine nicht, aber neugierig, und so beobachtete sie, wie Severus und Blaise sich in eine Ecke des Labors begaben, um miteinander zu reden. Mr. Sambini? Severus hielt sich kurz und forderte den jungen Mann, einst einer seiner besten Schüler, dazu auf, zur Sache zu kommen. Ich wollte mich erkundigen, ob Sie eventuell etwas von dem Verbleib meiner ehemaligen Mitschüler wissen, fragte Blaise verdächtig oberflächlich. Severus blickte ihn einen Moment lang mit regungsloser Miene an und Blaise konnte dem Augenkontakt nicht standhalten, weswegen er kurz zur Wand schaute. Einmal tief durchatmend, sagte Severus: Ich nehme an, dass Sie sich über das Schicksal eines bestimmten Schülers oder einer bestimmten Schülerin erkundigen möchten. Es wäre daher wesentlich einfacher und vor allem könnte ich Ihnen viel zügiger eine Antwort geben, wüsste ich, um wen es sich spezifisch handelt. Severus hatte mitten ins Schwarze getroffen. Was er an dem Gesichtsausdruck des dunkelhäutigen jungen Mannes genau erkennen konnte. Denn es war Unsicherheit zu sehen und auch ein wenig Furcht. Nachdem Blaise einmal kräftig geschluckt hatte, schaute er zunächst zu Hermine hinüber, die in den Unterlagen des Mungus vertieft schien, bevor er seinen Gegenüber anblickte und zaghaft offenbarte. Ich meine Mr. Gregory Goyle. Mit ruhiger, dennoch fordernder Stimme fragte Severus langsam. Mr. Goyle Junior? Glauben Sie, ich pflege weiterhin so einen Umgang oder... Nein. Beruhigte Blaise schnell und etwas eingeschüchtert, obwohl Severus sich Mühe gegeben hatte, nicht angsteinflößend zu wirken. Ich denke nur, begann Blaise mit nicht sehr fester Stimme, dass Sie über solche Dinge informiert sein könnten, wenn nicht. Darf ich fragen, unterbrach Severus, warum Sie sich für das Schicksal von Mr. Goyle interessieren? Es war nicht zu übersehen, dass Blaise mit sich im Zwiespalt stand. Einerseits wollte er seinem ehemaligen Lehrer ehrlich gegenüber sein, denn immerhin hatte der, das wusste Blaise aus den alten Ausgaben des Tagespropheten, den Orden des Merlin erhalten, erster Klasse. Andererseits befürchtete er, dass man Pansy und ihn zur Rechenschaft ziehen könnte. Mr. Sambini, sagte Severus mit ungewohnt vertrauenserweckender Stimme. Sie brauchen nicht zu mutmaßen, dass ich Sie, weshalb auch immer, beim Ministerium anschwärzen werde. Ich habe Mr. Goyle vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, doch bevor ich Ihnen Informationen gebe, die äußerst vertraulich sind, muss ich erfahren... Wir haben ihn getroffen,
brach es aus Blaise heraus. Zuerst bin ich Pansy über den Weg gelaufen. Wir hatten beide das gleiche Ziel, ein Gutshof in Penenver, der unter Fidelius stehen sollte, einen Zufluchtsort. Blaise redete so schnell, dass es sich verhaspelte. Eine ganz schöne Strecke zu Fuß, aber das Ministerium und die Todesser haben alle Aberrationen überwacht, alle Zauberstabnutzungen registriert. Wir haben auf dem Weg Gregory gefunden, er war in einem schrecklichen Zustand gewesen. Sein Vater hätte das getan, sagte er, wir haben ihn mitgenommen. Aufgeregt, atmend, beteuerte Blaise. Erst als wir ihn gebadet haben, da haben wir gesehen, dass er das dunkle Mal trägt. Wir wussten nicht, dass er ein Todesser war. Hätten wir ihn einfach zurückgelassen, wäre er gestorben. Nun viel bestimmter, fügte Blaise hinzu. Das kann man uns nicht zur Last legen. Ich, Mr. Zambini, bin nun wirklich der Letzte, der Ihnen Ihre Hilfsbereitschaft zum Vorwurf machen würde. Die paar Worte hatten bei Blaise wahre Wunder bewirkt, denn er hatte sich schnell wieder gefangen. Was ist mit Mr. Goyle geschehen? Severus fragte sehr behutsam, er wollte ihn nicht drängen. Blaise fuhr sich durchs kurze, naturgewellte Haar und blickte zu Boden, um sich die Erlebnisse ins Gedächtnis zurückzurufen. Wir waren in der Nähe von Minard Castle, als wir uns völlig unvorhergesehen mitten in einem Gefecht wiederfanden. Ein Gefecht? Sind Ihnen Todesser gefolgt? Fragte Severus neugierig. Ja und nein. Anfangs sind sie uns gefolgt. Aber wir haben uns versteckt. Die müssen uns überholt haben. Wir ahnten, dass die allen Zauberern und Hexen auflauerten, die auf dem Weg nach Penenver waren, um dort Unterschlupf zu finden. Unsere Verfolger, es waren 3 Männer und eine Frau, sind auf ein paar Muggel gestoßen. Blaise' Augen wurden ganz groß und seine Stimme zeugte von Respekt. Und ich schwöre, ich habe nie zuvor in meinem Leben gesehen, dass ein paar Muggel sich nicht nur vorsätzlich mit Todessern angelegt haben, sondern sie auch bezwingen konnten. Völlig ungläubig fragte Severus nach. Die Muggel haben gewonnen? Blaise nickte. Die 4 hatten sich in ein abgelegenes Haus gerettet, aber das hat ihnen nichts gebracht. Die Muggel haben mit seltsamen Gegenständen geworfen. Es war wahnsinnig laut gewesen. Hat nicht lange gedauert, da stand das Haus bereits in Flammen. Immer wieder knallte es, sogar die Wände sind eingestürzt. Überall war Rauch. Die Todesser waren auf so einen Widerstand überhaupt nicht vorbereitet. Tief ein- und ausatmend schilderte Blaise, der sichtlich bewegt war. Wir waren mittendrin. Vor uns war das Haus, aus dem die 4 Todesser sich mit Flüchen zu wehren versuchten, und hinter uns der aufgebrachte Mob. Wir selbst lagen auf dem Boden und hofften, dass die Büsche undurchsichtig genug wären, damit man uns nicht sehen würde. Sich daran erinnernd, wie er sich zusammen mit Pansy und Gregory wie verängstigte Kaninchen auf den Boden gepresst hatte, ließ ihm eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Als es vorbei war, schlugen die Flammen Meter hoch. Es flogen keine Flüche mehr durch die Luft. Die Muggel hätten uns beinahe gefunden. Aber wir konnten fliehen. Zu spät haben wir bemerkt, dass Gregory nicht mit uns mithalten konnte. Sein Bein war noch nicht ganz verheilt. Nur mit einem Flüstern erzählte Blaise zu Ende. Die Muggel haben Gregory mitgenommen. Und wir konnten nichts dagegen tun. Nichts. Wenn schon Todesser gegen die keine Chance hatten, was hätten wir schon gegen die anrichten können? Er schüttelte den Kopf, als würde er Reue empfinden, bevor er schuldgeplagt erzählte. Es war Pansys Idee gewesen, zurückzugehen und die Zauberstäbe von 2 Todessern gegen unsere zu tauschen, damit man glauben würde, wir wären tot. Sie hoffte, wir hätten unsere Ruhe, wenn von unserem Ableben berichtet werden würde. Es war auch ihre Idee, Penenver links liegen zu lassen und uns stattdessen auf dem Herrensitz der Malfoys zu verstecken, weil sie das Haus betreten konnte. Aber so schön wir uns auch alles ausgemalt hatten. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass einer der Todesser noch lebte, wenn auch nicht mehr lange. Als Pansy den Zauberstab genommen hatte, da hat er sie mit etwas in den Rücken gestochen. Mit zittriger Stimme fügte er hinzu. Da war sie schon schwanger. Haben Sie Mr. Shacklebolt davon unterrichtet? Den Kopf schüttelnd verneinte Blaise auch körpersprachlich. Dann rate ich Ihnen, den Auror aufzusuchen.
um ihm ihr Erlebnis zu schildern. Ich bin sicher, dass sie nichts befürchten müssen. Im Gegenteil, Mr. Goyle wird womöglich von ihrer Aussage profitieren. Wie geht es ihm? Wollte Blaze wissen. Ich befürchte, es geht ihm nicht sonderlich gut. Aber mir steht es in diesem Fall nicht zu, ihnen nähere Informationen zu geben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass er sich im Krankenhaus befindet. Es wird für ihn gesorgt. Nickend beließ es Blaze bei dem Hinweis seines ehemaligen Zaubertränkelehrers und nahm sich vor, morgen im Ministerium nicht nur das Haus seiner Mutter einzufordern, sondern auch ein Gespräch mit Kingsley Shacklebolt zu suchen. Im Erdgeschoss betrat Ross Merta soeben, nach vorheriger Ankündigung beim Direktor, die Schule, um Remus aufzusuchen. Sie traf auf Harry, der sich bereit erklärt hatte, sie bis in den vierten Stock zu begleiten. Sie unterhielten sich nett über dieses und jenes, bis sie Remus' Tür erreicht hatten. »Danke, Harry. Ich werde nun...« Ross Merta kam nicht dazu auszureden, denn die Tür wurde geöffnet und Remus erschrak, weil er nicht damit gerechnet hatte, hier jemanden anzutreffen. »Ross Merta, was führt dich zu mir?« fragte er erstaunt und doch erfreut über ihren Besuch. »Es geht um...« Sie hielt inne und blickte zu Harry hinüber, der den Wink verstand und sich verabschiedete. »Komm doch rein«, bat Remus, und er bot ihr gleich darauf einen Platz an. »Es geht um...« Sie seufzte. Was sie zu sagen hatte, fiel ihr offenbar nicht leicht. »Remus, du bist mir ein guter Angestellter und ein lieber Freund. Das Problem ist, dass ich dich aus rein finanzieller Sicht gar nicht hätte einstellen dürfen, aber ich dachte, mit dem Weihnachtsgeschäft und den zusätzlichen Einnahmen bekomme ich das auf die Reihe.« »Das Weihnachtsgeschäft ist ins Wasser gefallen«, kombinierte Remus korrekt, denn Hogsmeade war noch immer nicht freigegeben. »Die Auroren wollen morgen das Dorf wieder in die Hände des Bürgermeisters legen, damit wir wenigstens das neue Jahr im eigenen Heim feiern können. Mir fehlen die Einnahmen, Remus. Ich werde dich nicht bezahlen können«, gestand sie ihm wehmütig. »Dabei bist du der beste Koch, den ich jemals hatte.« Aufgrund ihrer anerkennenden Worte lächelte Remus milde. Er war ihr nicht böse, wie könnte er auch. Es war nie vorgesehen, dass er lange in den drei Besen bleiben sollte. Ursprünglich hatte er dort Unterschlupf gesucht, um Hogwarts vor den Muggeln zu schützen. Das Angebot, bei ihr zu arbeiten, hatte sich aus einer Laune heraus entwickelt. »Ich werde schon etwas anderes finden«, sagte Remus mit warmer Stimme, um ihr jegliches Schuldgefühl zu nehmen. Doch er belog sich selbst, denn noch immer waren Werwölfe gesellschaftlich minderwertige Wesen, die Menschen nicht in ihrer Nähe wollten. »Es tut mir leid, Remus. Ich wünschte, ich könnte dich weiterhin beschäftigen, aber ich möchte dich auch nicht ausnutzen, indem ich dir weniger Lohn gebe. Es ist so verfahren.« Den Kopf langsam schüttelnd versicherte er. »Bitte, mach dir keine Gedanken. Ich werde schon irgendwo unterkommen.« Das mitleidige Lächeln in ihrem Gesicht war mit tiefem Bedauern durchzogen. Sie wollte Remus weiterhin ihren Kellner und Koch nennen dürfen, aber die Finanzen ließen das nicht zu. Sie seufzte erneut, bevor sie es wagte, näher an ihn heranzutreten, um ihn ein wenig zögernd zu umarmen. An seine Halsbeuge flüsternd versprach sie: »Ich mache das irgendwie wieder gut, versprochen.« Er erwiderte die freundschaftliche Umarmung, bevor er nochmals beteuerte, dass sie sich um ihn keine Gedanken zu machen brauchte. Die Umarmung lösend fragte er: »Morgen ist Hogsmeade wieder zugänglich?« »Ja, ich werde den ersten Tag wohl mit Putzen verbringen müssen«, sagte sie scherzend, doch sie war sich bewusst darüber, dass sie ihn mit ihrem erzwungenen Lächeln nicht vorgaukeln konnte, die Situation mit ihm würde sie kalt lassen. »Ich könnte dir helfen.« Sein ehrliches Angebot machte sie sprachlos. Und es berührte sie, in Remus einen Menschen zu sehen, der uneigennütziger nicht sein konnte. Er bot ihr seine Hilfe an, obwohl sie ihm gerade eben hatte kündigen müssen. Nachdem Ross Merta gegangen war, wollte Remus unbedingt mit jemandem reden. Nicht darüber, dass er wieder unbeschäftigt war. Er wollte einfach nur bei jemandem sein,
und da Tonks arbeiten musste, ging er hinunter ins Erdgeschoss, um bei Harry und Ginny vorbeizusehen. Hi, Remus. Komm rein, grüßte Ginny freundlich. Neben Harry befand sich noch ein kleines Mädchen im Zimmer, welches Remus auf der Hochzeitsfeier von Draco und Susan gesehen hatte. Bennys hielt, wenn auch mit Harrys Hilfe, Nicholas auf dem Arm und Harry lächelte Remus breit an. Hallo zusammen, ich dachte, ich schau mal vorbei. Störe doch hoffentlich nicht. Beide schüttelten den Kopf. Ich habe eben erfahren, dass Hogsmeade morgen von den Auroren freigegeben wird. Das wird auch Zeit, sagte Harry, der eine Hand an Nicholas' gewindelten Po hielt, damit Bernice ihn nicht fallen lassen würde. Die armen Menschen mussten schon Weihnachten irgendwo anders feiern. Da sollten sie wenigstens Silvester zu Hause sein dürfen. Sich setzend, blickte Remus kurz zu Fox hinüber und bemerkte die große, feuerfeste Schale darunter. Hast du mit Albus über Fox gesprochen? Ja, hab ich. Aber viel hat er mir nicht sagen können, außer dass Fox vielleicht bald seine Wiedergeburt feiert, deswegen auch die Schale unter seiner Stange. Ginny hatte eine Flasche mit Milch erwärmt und Harry forderte Bernice dazu auf, neben ihm Platz zu nehmen, damit sie Nicholas füttern könnte. Er legte ihr den Jungen locker halb auf den Schoß, halb in den Arm und schaute einen Moment dabei zu, wie der Kleine gierig die Milch trank. Erst seit wenigen Tagen bekam er zusätzlich das Fläschchen. Seine Augen von diesem beruhigenden Anblick nur schwer lösen können, wandte sich Remus an Ginny. Bei dir auch alles in Ordnung? Alles bestens, bestätigte sie ihm gut gelaunt. Ein angenehm leises Plopp war zu hören, bevor Wobble im Wohnzimmer erschien. Er wollte gerade das Wort an Harry richten, da bemerkte er Remus und Bernice, weswegen er innehielt. Verzeihen Sie vielmals, ich möchte nicht stören, sagte der Elf reumütig. Seit wann störst du, Wobble? Fragte Harry mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Setz dich doch, möchtest du auch einen Tee? Wobble nickte und nahm neben Remus auf der anderen Couch Platz. Harry zog seinen Zauberstab, um Wobble magisch einen Tee einzuschenken. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie Wobble gedankenverloren den Kopf schüttelte, als er dabei zusah, wie die Kanne sich vom Tisch erhob und sich über eine leere Tasse positionierte, doch er wunderte sich nur einen kurzen Moment über Wobbles Verhalten. Vielen Dank, Sir, Sie sind so gut zu mir hier, sagte Wobble, der die in der Luft schwebende Tasse entgegennahm. Und? Hörte Wobble es von seiner Seite. Als er Remus anblickte, fragte der ehrlich interessiert. Wie geht's dir? Ich kann nicht klagen, Sir. Mittlerweile kann ich auch mit der vielen Freizeit umgehen, auch wenn ich mich manchmal noch langweile. Harry rollte mit den Augen, doch außer Ginny sah es niemand. Remus griff zu seiner eigenen Tasse und fragte, bevor er einen Schluck zu sich nahm. Womit gestaltest du deine Freizeit? Ich helfe manchmal in der Küche aus, Sir. Wobble pustete verlegen in seine Tasse, obwohl der Tee nicht zu heiß war. Stutzend wiederholte Remus. Du hilfst in deiner Freizeit in der Küche. Wobble nickte, blickte Remus dabei jedoch nicht an, sondern versuchte mit großen Augen seine Tasse zu hypnotisieren. Mittlerweile war Bernice mit dem Fläschchengeben fertig, weswegen Harry sich ein Tuch über die Schulter legte, um dem Jungen mit sanften Klopfen ein Bäuerchen zu entlocken. Es kamen zwei. Harry brachte den Jungen ins Bett und während er sich im Schlafzimmer aufhielt, da klopfte es. Nachdem Ginny die Tür geöffnet hatte, blickte sie zunächst in die dunklen Augen von Blaise, der ein wenig besorgt schien. Hinter ihm standen Severus und Hermine, sodass Ginny alle drei hineinbat. Papa! Hörte man Bernice fröhlich rufen und die Sorge aus Blaise Gesicht verschwand mit einem Mal. Danke, dass ihr auf sie aufgepasst habt, sagte dieser, während seine Tochter sich bereits an sein Bein klammerte.
Sie war auf der vergangenen Hochzeitsfeier das erste Mal in ihrem Leben von ihrem Vater getrennt gewesen. Heute das zweite Mal. Es hat Spaß gemacht, versicherte Ginny, die kurz zu Bernice hinunterblickte, bevor sie sich der anderen Gäste annahm und mit einem Nicken grüßte. Hermine! Professor Snape! Miss Weasley! Grüßte Severus zurück, der wegen der vielen Leute im Wohnzimmer schon beinahe wieder gegangen wäre. Sich wie zu Hause fühlend, fragte Hermine: Ist Harry da? Ja, er kommt gleich wieder. Nehmt doch bitte Platz. Nein, danke. Ich muss gehen, lehnte Blaise ab. Ich habe noch einiges zu erledigen. Bestell Harry einen Gruß von mir. Ginny hatte Blaise verabschiedet und sich zur Couch begeben. Severus beobachtete, wie Hermine sich neben ihre Freundin setzte. Auf der Couch gegenüber saß Remus und der Elf. Er selbst wollte neben niemandem Platz nehmen. Hallo Severus, grüßte Remus, nachdem ein wenig Ruhe eingekehrt war. Lupin. Zum Gruße folgte ein verspanntes Nicken. Setzen Sie sich doch, Professor, bat Ginny erneut. Nein, danke. Severus klang sehr angespannt. Ich möchte mit Harry sprechen. Kaum sprach man von ihm, kam Harry auch schon aus dem Schlafzimmer hinaus, blieb stehen und blickte kurz überrascht rein, bevor er strahlte und sagte: Kaum ist man mal 5 Minuten weg. Haben Sie einen Moment Zeit? Fragte Severus steif. Sicher, um was geht's denn? Ich benötige Zugang zur Kammer des Schreckens. Ein Schauer lief Ginny den Rücken hinunter und ihr Gesicht wurde ganz bleich. Was wollen Sie denn da, Severus? Fragte Harry ihn skeptisch, doch es war Hermine, die ihm Antwort gab. Wir müssen uns den Basilisken ansehen. Eventuell benötigen wir etwas von den Überresten. Die Unterhaltung hatte Remus natürlich aufmerksam verfolgt, weswegen er wissen wollte. Wofür? Was interessiert Sie das? Herrschte Severus ihn an, weswegen Remus einmal die Schultern hob und senkte und sich dazu entschloss, den Mund zu halten. Man hat bei Pansy Rückstände von den Trankzutaten im Blut gefunden. Da war etwas vom Basilisken mit dabei und wir müssen herausfinden, was genau das war. Der wird längst verrottet sein, mutmaßte Harry. Es ist aber auch möglich, widersprach Severus, dass durchaus verwertbare Reste zu finden wären. Es könnte zudem sein, dass der Verwesungsprozess eines solchen Tieres langsamer vonstatten geht, wie zum Beispiel bei der weiblichen Acromantula. Die magische Zusammensetzung des Gifts, und ein Basilisk hat davon nicht gerade wenig im Körper, kann ein Kadaver konservieren. Harry blinzelte ein paar Mal, bevor Severus sagte: Wären Sie so freundlich? Was? Etwa jetzt? Sofort? Nicht nur Miss Parkinson würde es Ihnen danken. Zu Ginny blickend sah er sie ermutigend nicken, bevor er zusagte: Na gut, gehen wir. Unerwartet stand Remus auf und fragte: Darf ich mitkommen? Das wird kein Abenteuerausflug, Lupin, spottete Severus. Bitte, ich würde die Kammer gern mal sehen. Ich habe immer nur von ihr gehört. Ich bin auch ganz still, versicherte Remus mit einem schelmischen Lächeln. Gerade wollte Severus ihm das Wort zum Tag gegeben, da sagte Hermine heiter: Also ich hätte nichts dagegen. Entgeistert blickte er seine Schülerin an, doch er hielt nichts dagegen. Vom Erdgeschoss gingen die 4 hinauf in den 1. Stock, um die Mädchentoilette aufzusuchen, in welcher sich der Zugang zur Kammer des Schreckens befand. An dem Waschbecken mit dem nicht funktionierenden Wasserhahn blieb Harry stehen und blickte Severus an. Worauf warten Sie noch, Harry? Zischeln Sie endlich ein wenig, forderte sein Kollege neckend. Gelassen entgegnete Harry: Wozu sollte ich eigentlich mitkommen, Severus? Das können Sie doch ganz gut selbst. Bevor Severus etwas entgegnen konnte, sprach Harry Parsel, und jedem lief bei den Schlangenlauten eine Gänsehaut den Rücken hinunter. Ein kratzendes Geräusch war zu hören.
bevor die Waschbecken sich in Bewegung setzten und ein schwarzes Loch preisgaben, das in die dunklen Tiefen führte. »Was haben Sie auf Pasel gesagt?« wollte Severus nebenher wissen. »Sesam, öffne dich!« »Tatsächlich?« Harry nickte. »Es reagiert nur auf Pasel an sich. Es ist völlig egal, was ich sage.« Er blickte Hermine an und sagte, »Dann wünsche ich euch noch viel Spaß.« »Moment«, sagte Severus aufhaltend, denn Harry wollte bereits gehen. »Nein, Severus«, nörgelte er, »ich will da nicht nochmal runter.« Hermine legte ihm eine Hand auf den Oberarm und sagte, »Bitte, es wäre gut, wenn du uns den Weg weisen könntest.« Laut seufzend tat Harry seinen Unmut kund, sodass Severus ihm ins Gedächtnis rief. »Es ist nur noch eine Kammer. Der Schrecken existiert schon lange nicht mehr.« »Es ist trotzdem kein Vergnügungspark dort unten. Es ist überall eklig, überall liegen Knochen und es stinkt. Und jetzt stinkt es wahrscheinlich noch viel mehr bei dem riesigen Basilisken, der seit Jahren dort unten verrottet.« »Dann schildern Sie uns den Weg«, forderte Severus. »Also, da unten sind zig Gänge. Sie müssen sich...« Er dachte angestrengt nach und war sich unsicher. »Rechts halten?« »War das eine Frage?« stichelte Severus amüsiert. Harry seufzte. »Ich werde es wissen, wenn ich die Gänge sehe.« »Weswegen Sie uns begleiten werden?« stellte Severus klar. »Ich muss sowieso mitkommen«, rief Harry sich ins Gedächtnis zurück. »Es gibt nämlich noch einen Eingang, der sich nur mit Pasel öffnen lässt.« »Nach Ihnen«, sagte Severus überaus höflich, während er mit einem Arm eine einladende Geste zum dunklen Abflussrohr machte. Harry verzog das Gesicht, bevor er als erster den Zugang zur Kammer betrat. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.